Hallo, liebe Freundinnen Hallo. Und liebe Freunde der fiesen Freunde, nein, der analogen Unterhaltung. Ja. Wir begeben uns ja immer noch auf die fette Feten und sind noch voll dabei beim Kickstarter. Wir haben jetzt ein bisschen weniger als 50% finanziert von dem, was man überhaupt an Kosten hat. Und deswegen gibt es jetzt auch nochmal ein Update. Wie sieht's aus? Was haben wir noch vor, damit genau. ihr stets informiert bleibt? Also erstmal vielen, vielen Dank an alle, die jetzt schon dabei sind. Und ich will noch mal vorausschicken, uns war von Anfang an klar, dass das kein so in drei Minuten finanziert Selbstläufer sein wird. Ganz ehrlich, wir haben diesen Kickstarter ja gemacht, weil wir große Zweifel hatten, ob noch genug Leute überhaupt zusammenkommen, dass wir es nochmal reprinten können, weil eben auch die Preise gestiegen sind. Und das alles eben eine ganze Menge kostet. Jetzt ja, von daher sind wir eigentlich total positiv überrascht, dass eben auch so viel Interesse besteht. Also klar, wir haben nicht das Ziel erreicht bisher, wir haben aber auch noch irgendwie so 30 Tage Zeit. Ja. Und ja, mit 50%, also knapp 20.000, sind wir auf jeden Fall schon echt gut dabei. Und von daher haben wir uns auch ein paar neue Sachen überlegt, wie ihr das vielleicht auch unterstützen wollt. Also wir haben eine Chance auf jeden Fall. Ne? Es ist kein Selbstläufer, aber wir wollen es natürlich jetzt auch wirklich befördern und uns und alles geben, dass die Leute, die es haben wollen, es auch am Ende kriegen. Deswegen haben wir uns was überlegt. Wie können wir die Kampagne noch ein bisschen auf Next Level heben? Ja, da haben wir dann halt auch mit, oder du beziehungsweise hast mit 2F auch gesprochen, ne, mit dem Henning, ob wir da nicht vielleicht auch noch neue Karten reinmachen können. Und noch mehr Karten, sehr gut. Jawohl. Also es gab ja bei dem ersten Reprint bei der Hunter und Kron Edition schon 4 neue Karten. Die sind jetzt auch wieder dabei. Die 4, die ihr auch in dem Pledge mit drin seht. Und zu diesen 4 neuen kommen jetzt nochmal 8 neue und da wollen wir euch natürlich auch mit einbinden für Ideen und vielleicht auch einfach entscheiden, welche Idee die bessere ist. Und genau, also welches Thema wir sozusagen verfolgen. Ich kann nur sagen, wir werden es nicht schaffen, weil das jetzt wirklich on the fly entstanden ist. Ja? Genau, also, das ist alles on the fly. Wir können jetzt nicht sagen, wir werden jetzt leider nicht bis Ende der Kampagne schon fertige Zeichnungen von den Karten sehen. Und, aber was wir machen können, ist schon über die Themen abstimmen, also Themensuche, Brainstorming. Wir haben echt schon ganz coole Ideen. Ja. Und, also vor allem, was ja gefehlt hat, sind die Pubertätskarten. Wir hatten keine neue Pubertätskarten. Und was haben wir alle in der Pubertät gemacht? Richtig schlechte Brettspiele gespielt. Und dann sieht man auf dieser Karte so ein Monopoly und so ein Risiko, das 5 Stunden dauert. Ja, mit der Familie schlechte Brettspiele spielen. Das ist schon mal auch mal eine sehr gute Idee. Und was ich auch halt so als Grundidee so habe, also was ich gerne so verfolgen möchte, ist, dass in unseren neuen 4 Karten, da haben wir ja natürlich sehr stark so das Hunter- und Kron-Game gespielt, so Berlin-Con und Spieleabends. War sehr brettspielfokussiert. Mhm. Bei den neuen 8 Karten wollen wir so ein bisschen wieder breiter das Leben als Ganzes so ein bisschen abbilden, so wie es auch im Grundspiel ist, aber eben so ein bisschen so die neue Zeit reinbringen. Weil es man muss natürlich wissen, das Spiel ist von 2005, also es ist jetzt 17 Jahre her, seit das Spiel rausgekommen ist und trotzdem ist es noch so hochaktuell. Aber wir haben natürlich noch ein paar Themen, die es damals nicht gab. Die gab es einfach noch nicht, Wie zum Beispiel auf einer Fridays for Future-Demo irgendwie mit dabei gewesen. Ja, genau. Klimaschutz aktivieren. Sowas finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ja. So, das wäre auch eine gute Pubertätskarte eigentlich, ne? Ja, da wäre es auch so kein Geld aber mit mehr. Dem SUV hingefahren. Oh, das, das müsste man bitte auf diese Karte mit abbilden, dass man von den Eltern mit dem SUV hingefahren ist. Ja, genau, auf eine Klimabewegung. Oh. Genau. So, ja. Ich weiß noch nicht, was das für einen Effekt hat, die Karte. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Idee. Auch eine sehr coole Idee fand ich, was du gemeint hast, war, weißt du, nach die Geschlechtsumwandlung die Geschlechtsumwandlung bereuen im Nachhinein. Das wäre schon fast ein Lebensziel, sozusagen. Also, Lebensziel, oh Gott. Also, Nein, aber ihr seht schon, ne, also quasi einfach nochmal so ein paar moderne, lustige, fiese Freunde-Themen mit reinbringen. Wir können das jetzt noch nicht machen, weil das so neu ist, die Idee. Ne? Wir haben jetzt erst das Go mehr oder weniger bekommen, dass wir das überhaupt machen können. Wir sammeln jetzt Ideen. Genau. Also wir sammeln mit euch Ideen. Schreibt es alles schön runter in die Kommentare und gebt den besten Sachen, die ihr da findet, auch Likes, damit wir die vor allem auch so herauskristallisieren können, welche besonders gut sind. Und dann machen wir eine Abstimmung. Ne? Dann werden wir auf jeden Fall was zum Abstimmen euch geben, also allen Bäckern. Und können dann quasi das so ein bisschen mitgestalten. Und so als Tüpfchen auf dem i planen wir dann auch noch ein Gewinnspiel. Auch das wird dann noch kommen in einer extra Update, wo wir dann auch noch ein Cameo-Auftritt von einem Bäcker verlosen auf einer Karte, wo ihr dann sozusagen von Maurer da verewigt werdet. Jetzt vielleicht auch im Hintergrund so und so. Cool. Also, ja, aber das ist natürlich eine coole Geschichte. Ja. Und da hoffen wir natürlich, dass ihr dann einfach noch ein bisschen mehr Lust habt, das zu unterstützen. Und natürlich vor allem, und das ist das Entscheidende, hoffen wir darauf,
dass sich vielleicht auch noch ein paar, die das ersten Reprint haben, auch noch an der Kampagne beteiligen und mit ihrem Support dafür beitragen, dass wir über die Ziellinie geschubst werden, ja. Indem wir natürlich, weil jetzt sagt ihr natürlich alle, was, neue Karten, die will ich natürlich auch haben, völlig verständlich. Und das ist natürlich auch die Idee dahinter. Wir werden eine neue Belohnung, einen neuen Pledge machen, nur Upgrade auf die Second, auf den Second Reprint sozusagen. Genau. Ja, bisher war es ja nur so, dass wir gesagt haben, dass der Kron nicht mehr auf dem Standstableau ist, sondern eben Melly. Wir haben natürlich jetzt auch noch keine Zeichnung dafür, da habe ich jetzt einfach nur meinen Kopf reingemacht, was ihr da dann seht. Da haben die meisten nachgefragt, können wir die nicht auch irgendwie bekommen, ohne das Spiel nochmal zu holen. Die packen wir natürlich auch in dieses Upgrade-Pack rein, mit den 8 Karten, die wir neu designen wollen mit euch. Und hoffen natürlich da, dass wir auch euch erreichen, die den ersten Reprint schon bekommen haben. Genau, und das ist dann quasi ein kleines Kartenpack. Das sind dann 8 Karten, die neuen 8 Karten, wie gesagt, Standstableau. Und das könnt ihr euch dann als Belohnung holen. Ist natürlich auch für einen kleinen Preis, kostet dann 5 Euro plus Versand. Das ist jetzt nicht die Welt, aber so mit den ganzen kleinen Kleckerbeträgen kommt man ja auch weit. Und ich meine, man kann ja auch, glaube ich, angeben, wenn man irgendwie 7 statt 5 geben möchte. Wenn ihr natürlich noch spenden wollt, könnt ihr das gerne tun. Wenn es wirklich darum geht, da irgendwie das über die 40.000 Limit runterzukriegen, damit es überhaupt finanziert ist, dann... Wir freuen uns über jede Unterstützung. Auf jeden Fall. Also vor allem natürlich werden sich die Leute freuen, die es noch haben wollen. Deswegen, die es schon haben, kriegen natürlich dann einfach ein kleines Dankeschön, dass sie einfach auch noch ein bisschen mit unterstützt haben. Aber ja, ich glaube wirklich, das ist eine coole Geschichte. Ansonsten wollte ich noch kurz ein, zwei Sachen sagen, die jetzt so gelaufen sind. Es gab, das wurde auch kommentiert, haben jetzt auch schon korrigiert, einen kleinen Fehler bei den Add-ons. Also wenn ihr eure Belohnung ausgewählt habt, dann wird euch immer nachträglich noch von Kickstarter angezeigt, ja, willst du dir und das Add-on noch dazu bestellen? Erstmal, in den Add-ons ist eigentlich nichts, was es nicht auch als Paket gibt. Das ist eigentlich nur noch mal so ein Reminder. Ja, willst du nicht doch noch einen Lewis & Clark auch noch haben oder willst du nicht doch auch noch das haben? Da gab es am Anfang den Fehler, dass dann noch zusätzlich Versandkosten zuberechnet wurden. Da waren plötzlich die Versandkosten doppelt so hoch. Das ist natürlich ein Fehler gewesen. Das war nicht so beabsichtigt. Ihr kriegt ja alles gemeinsam zugeschickt und natürlich ist es nicht extra Versandkosten. Das haben wir jetzt aber alles korrigiert. Und falls ihr zu den wenigen gehört, ein paar Leute hatten das nämlich ausgesucht, trotzdem den doppelten Versandkosten, dann könnt ihr das natürlich noch korrigieren. Ihr könnt erstens den Betrag anpassen. Falls nicht, wir können euch das natürlich bei Erfolg auch erstatten. Also das kriegen wir alles hin. Das betrifft auch nur ganz wenige Leute. Ja. Aber ich wollte es nochmal sagen, das haben wir korrigiert. Ja, im Idealfall könnt ihr halt in eurem Pledge Manager reingehen bei Kickstarter und einfach das, was jetzt irgendwie die zusätzlichen Versandkosten noch beinhaltet, einfach erstmal löschen und dann das, was wir korrigiert haben, wieder reinpacken. Genau. Ja. So und natürlich für diejenigen, die jetzt überhaupt schon da eingestiegen sind bei Fiese Freunde, also da schon unterstützt haben, wenn es realisiert wird, dann werden natürlich diese 8 Karten mit in der Packung sein und das wird jetzt nicht irgendwie noch extra kosten. Nein, verursachen. Natürlich. Diese 9 Karten, damit graden wir quasi das Produkt ab und das ist inklusive, wenn ihr den Second Reprint euch jetzt holt. Genau, und also ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Ich habe jetzt schon, wenn du die Ideen hattest, wieder gemerkt, wie viel Spaß es bringt, sich mit diesen Kartenthemen auseinanderzusetzen. Ja, ich visualisiere auch diese lustigen Situationen. Und vor allem, ich freue mich schon richtig darauf zu überlegen, was das für fiese Effekte dann hat auf eure Werte, weil wenn ihr das spielt. Es ist einfach immer noch ein schönes Spiel. Sagt's weiter. Ich kann nur sagen, ich glaube, diese Kampagne scheitert oder klappt halt vor allem, wenn wir es schaffen, alle zu erreichen, die es gerne hätten. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil wie schaffen wir das? Wir werden auf der Spiel doch in Dortmund sein, da einen Stand haben, natürlich auf der BerlinCon. Da werden wir nochmal ordentlich Werbung machen und wir hoffen einfach, dass natürlich dieses Upgrade jetzt auch noch ein bisschen hilft, dass wir ein bisschen weiterkommen. Ich meine, bei Kickstarter ist es immer, das wisst ihr ja auch, der Anfang ist entscheidend und dann gibt es nochmal einen Endspurt. Aber der Anfang bei uns war eben nicht so stark, dass wir jetzt einfach die Hände in den Schoß legen können. Sonst wird es wahrscheinlich nicht klappen. Also ja, helft uns, das würde uns natürlich freuen. Und schreibt in die Kommentare gute Themen für unsere Karten. Bitte, 8 Karten. Und kommt uns in Dortmund besuchen. Ne? Ja. Spiel doch 1. bis 3.7. Kommt vorbei. Wir haben witzigerweise den besten Stand, wir haben A1, wir sind quasi der erste Stand. Nee, das ist halt einfach auf A so der erste. Ich glaube, wir sind nicht ganz im Eingang. Aber egal. A1 in Dortmund auf der Messe Halle 5. In dem Sinne, bis dann. Ciao. Tschüss.